So, die ersten 6 Acts haben wir schon gehört. Und es gibt 3. Die haben die 100 bisher am meisten überzeugt. Und die stehen da in unseren Top 3 Plätzen. Und jetzt bin ich mir ganz sicher, ihr wollt einen dieser Plätze erobern. Und wer möchte als nächstes dran sein? Es ist Bobby! Yep. Du wirst jetzt ziemlich auf der Bühne stehen. Was bedeutet das für dich? Die Frage gebe ich weiter. Was bedeutet Musik für uns alle? Das ist einfach der Wahnsinn, oder? Das treibt uns an und beflügelt uns. Und wir möchten jetzt alle auch von dir beflügelt werden, lieber Bobby. Beflügelt. Für die Seele, was ganz gefühlsvoll, weißt du? Ja, ich bin gespannt. Bereite dich vor und wir freuen uns auf Bobby Bobs. Hi, ich bin der Bobby. Ich bin älter, als ich aussehe. Und ich komme aus Limburg und freue mich riesig, hier zu sein. Er hat einen Hut auf. Stock und Hut steht ihm gut. He? Ja, total. Ja, ich habe ein Markenzeichen, man sieht's. Und auch wenn man mich online verfolgt, Instagram, Co., der Hut. Der Hut, der gehört einfach dazu. Hin und wieder kommen Leute und sagen, nimm mal den Hut ab. Dann sage ich, nein, Dankeschön. Ich liebe meine Hüte. Ich glaube auch nicht, dass der mit einer ganz normalen Stimme singt. Ich glaube, der wird so ein bisschen quickie sein. So ein bisschen twang. Nee, vielleicht. In die Nase rein. Vielleicht. Twang. Ich mache beruflich tatsächlich was ganz anderes. Das passt überhaupt gar nicht zur Musik. Ich bin Monteur. Ich montiere Möbel, Küchen und ich bin aber auch sehr gut unterwegs als Musiker, DJ, Trauredner, solche Sachen. Glaubst du, er kann singen? Glaubt ihr, er kann singen? Ja. Ja. Glaubst du? Ich glaube, der ist so richtig mit Herzblut dabei. Das hoffe ich wirklich. Ja. Wenn ich wählen müsste, Monteur oder Musik, natürlich ist das, was die Leidenschaft ist, ist immer die erste Wahl, das ist die Musik. Ich mag meinen Hauptberuf sehr, der gibt mir Sicherheit, man braucht etwas Sicherheit. Ich bin Familienvater und man darf sich nicht so darauf verlassen, dass es immer läuft, wie es läuft. Bam, buzzer, bam, ja, aufstehen, bam. Und wir machen eine Lyrical-Tanz. Genau, das machen wir. Wir schweben rechts und links. Wir schweben rechts und links. Oh, ich hoffe, er bringt uns zum Schweben. Dass ich bei All Together Now dabei bin, ist eine mega geniale Sache. Klar, du musst immer, wenn du auf die Bühne gehst, musst du Leute von dir überzeugen. Aber hier sind einfach 100 Leute, die dir direktes Feedback geben. Und das ist eine geniale Herausforderung. Und das ist, was mich begeistert an All Together Now. Er ist nervös, ne? Er ist nervös. Ja, auf jeden Fall ist er nervös. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der macht das jetzt richtig nice. Hi, ihr Lieben. Ich bin der Bobby. Hi. Und ich singe für euch heute einen der schönsten Songs, die jemals geschrieben wurden. Und es ist auch ein Song, der dazu beigetragen hat, dass ich für mich selbst irgendwann mal erkannt habe, dass eines der wichtigsten Dinge im Leben die Liebe ist. Und dabei ist es ganz egal, was für eine Liebe. But I'm willing to give it a try. Please give me something.
bisschen am Zittern. Dürfen Sie stehen bleiben oder müssen Sie den Platz frei machen? Bin gespannt. Bobby, du hast einige Herzen zum Schminzeln gebracht. Ich hoffe. Ja, also ich sehe hier auf jeden Fall so ein paar, die aufgestanden sind. Und gar nicht mal so wenige. Hier ist deine Stimmenanzahl. Oh. Es sind 64. Oh. Aber die Liebe habe ich auf jeden Fall gespürt. Die Liebe nehme ich mit. Es gibt einen, der ist aufgestanden und das ist Michael Wurst. Michael? Ja, ich fand die Performance erstmal tierisch. Hier, ich bin der Kleine mit den komischen Haaren. Ich bin froh, dass meine Eltern mich nicht Hans genannt haben, übrigens. Vor allen Dingen, du bist schlecht reingekommen. Du hast den ersten Ton versemmelt und danach hast du dich gefangen. Ich habe in dem Moment gedrückt, als dir das in dir zum zweiten Mal rausgefallen ist. Weil da habe ich gedacht, Alter, das ist echt scheiße. Du stehst ja auf so einer Bühne und willst abliefern und dann fällt es dir das erste Mal raus, dann fängst es, fällt es dir das zweite Mal raus. Trotzdem mit einem Lächeln im Gesicht hast du dick angeboten, Alter. Und ich finde es echt scheiße, dass die anderen nicht aufgestanden sind. Das muss man mal so deutlich sagen. Dankeschön. Diva, sag mal, warum bist du nicht aufgestanden? Das war doch so schön. Ich fand das am Anfang tatsächlich schön. Und dann kamen so ein paar Töne, die mich haben sitzen lassen. Bobby, es war wunderschön, dass du hier warst. Du hast Liebe in dieses ganze Studio gebracht. Aber leider hat es nicht gereicht für einen der Top-3-Plätze. Trotzdem hier einen großen Applaus bitte für Bobby.